Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Night of the Dead. Jetzt hätte ich beinahe den Titel vergessen. So eine Kacke aber auch. Ja, wir befinden uns hier im Häuschen in unserer neuen Hütte. Ich muss gerade mal gucken, wie war denn nochmal Kameraperspektive? P? Ah, P, genau, P. P für Startpunkt ändern. Das ist totaler Quatsch. So, und zwar, wir befinden uns hier in unserer neuen Hütte, die wir beim letzten Mal, ich kann mich entsinnen, Vergangenheit, Flexi hatte hier ja schon ein wenig, die Fenster zugebaut. Das Problem dabei ist, die können ja die Fenster wahrscheinlich kaputt schlagen, ne? Wir müssen mal gucken, was wir und wie wir das machen. Und wir haben, ich glaube, wir haben noch ganz viele Sachen hier drin, ne? Ja, weil wir unser Inventar voll haben. Wir müssen zusehen, dass wir erstmal ein Lager bauen. Bin mal überlegen, welchen Raum wir dafür nutzen werden. Hier wird, glaube ich, Küche, hatten wir gesagt, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ein Bett hatten wir, glaube ich, auch schon. Hatten wir irgendwo... Oh, hier sind Betten. Hatte ich schon irgendwo ein Bett gemacht? Ja, oh, hier voll schön. Oh, hier ist eine Scheibe. Aber hier ist irgendwas... Ja, können wir nicht rausgucken, aber hier können wir uns ausruhen. Oh, wie schön. Ja, oh, ein eigenes Zimmerchen. Oh, wie toll. Nee, ich finde es richtig gut, weil wir hier eine Mauer haben. Wir hatten vorne, glaube ich, schon angefangen, eine Mauer zu bauen, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Hier ist auch noch eine Kiste. Ich glaube, da ist auch noch was drin, oder? Jo. Spule, giftige Spule, Zündungsspule, holy shit. Ja, ich bin am Überlegen, wo wir das Lager hinmachen. Hier ist, glaube ich, auch noch. Nee, hier ist nichts drin. Oh, hier ein Badezimmer. Oh, geil. Cool. Mit Waschbecken. Alter Schwede. Wo wir das Lager machen. Da bin ich gerade tatsächlich am Überlegen. Würde sagen, wir machen das gar nicht so weit weg. Das sieht hier ganz gut aus. Ich glaube, das wird, glaube ich, der Lagerraum hier nicht. Hier sind so viele Kisten, die kann ich, glaube ich, nicht zerstören, oder? Probier das mal. Ne, leider nein. Hier ist noch ein Spinn, wo was drin ist. Das können wir auch nicht zerstören. Leider nicht. Und hier ist mir das zu heikel, weil wenn da welche reinkommen und hier ist mir das, glaube ich, zu klein. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, bauen wir hier das Lager. Jetzt bin ich gerade mal am gucken, können wir eine Kiste bauen? Natürlich nicht. Wir brauchen Nägel und Bretter. Dazu müssen wir erstmal wieder die Bänke bauen, ne? Eine Werkbank. Wir brauchen einen Baumstamm. Das geht jetzt erstmal los. Wir müssen erstmal wieder los. Das heißt... Wo ist die... Ich wollte schon gerade sagen, wo ist die Mauer hin? Die Mauer muss weg. So, das heißt, wir gehen erstmal ein paar Baumstämme hacken. Das können wir auch mal mitnehmen. Das können wir, obwohl, das können wir immer noch machen hier, ne? Hinten aufräumen. Wir haben noch Autos und so alles. Das können wir ganz in Ruhe. Da ist so ein doofer Schreier. Oh Mann, was soll denn das? Der soll weggehen. Schleich mich mal hier vorbei. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm. So. Und ja. Schön, dass wir, wie gesagt, hier so ein Hüttchen gefunden haben. Ich beeile mich mal, weil das Problem ist, wir müssen uns natürlich ein bisschen beeilen. Hä? Stunde 14 und es ist schon, der Kopf ist schon rot. Oh nein, hör auf zu ruckeln. Ist ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, es passiert nicht irgendwas anderes. So, ich gebe mir mal Mühe. Und wir beeilen. Oh, die Axt ist im Eimer. Das ist nicht gut. Holzfäller-Axt herstellen. Dann schmeiße ich die Axt einfach mal weg. Kaputt. Ich habe sogar zwei. Müssen die kaputte? Normalerweise hat man die kaputte doch im Inventar, oder? Okay, das war weird. So, das ging ja schnell. Ich sehe nichts. Hilfe! Ingo Lenzen, Gedächtniskamera! Wieso steht der Axt kaputt? Ist doch ganz. Ah, wahrscheinlich, weil wir die noch im Inventar haben, oder? Aber wo ist die? Warte mal. Da, ne? Teile, Steckdose, okay. Okay. Ah ja, ein Fallenmaschine haben wir ja auch schon gebaut gehabt. Irgendwann mal. Ich weiß nicht wann. Wie gesagt, für mich ist jetzt, für euch ist eine Folge her.
für mich ist jetzt schon wieder so gefühlt 3 Wochen. Oder 4, wenn nicht sogar mehr. Und ich sehe ja zu, dass aktuell eigentlich immer täglich ein Video kommt. Das klappt eigentlich ganz gut in der letzten Zeit, muss ich sagen. Ich produziere mal relativ gut vor. Dass ich dann auch Sachen für oder Zeit für andere Sachen habe. Aber da sind wir eigentlich auch schon ins Thema reingeglitten, was ich eigentlich ansprechen wollte. Und zwar das Thema, ja, Game-Videos. Ich bin tatsächlich, oder man merkt, dass die Spiele-Videos, also jetzt so Let's Plays, so wie jetzt hier das hier, dass das nicht mehr so gern gesehen, oder was heißt nicht mehr so gern gesehen wird, sondern dass die Leute einfach keine Zeit haben. Also ich habe keine Zeit, ihr habt keine Zeit, das ist einfach so. Und dann kommt noch dazu, dass man andere Interessen hat. Ja? Und zwar werden auf YouTube, das ist ja ganz normaler Vorgang, weil Leute Inventar ist voll. Ah, wir haben Baumstämme. Weil Leute ganz andere Interessen haben. Das liegt daran, weil man was anderes schaut, weil die Zeiten sich ändern. Das ist ganz normaler Vorgang. Und das Problem, was ich sehe, ist halt einfach, weil, wie gesagt, die Zeit einfach fehlt. Und ja, die Let's Plays, ob die jetzt aussterben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Let's Plays nennt man es ja nicht mehr. Aber worauf ich hinaus will, es werden viel mehr Videos geguckt, wo so, ja, ich sag mal so Highlights zusammengeschnitten werden. Ja? Wo die Spiele so, oh nein, ernsthaft? Bleib stehen, du Sau! Bevor er mich jetzt unterbrochen hatte. Gott sei Dank hat er keinen gerufen. Und zwar werden Videos eher geschaut, wo, ja, Highlights sind es irgendwie nicht. Es ist so eine Zusammenfassung irgendwie. Weißt du? So. Und Spiele werden ja auch nicht mehr so regelmäßig durchgespielt, was ich auch mitbekommen habe. Mag aber auch daran liegen, weil man einfach keine Zeit hat. So wie ich ja auch. Es ist einfach, siehe Netflix und den ganzen Kram und alles. Du hast halt einfach keine Zeit mehr. Es kommen so viele Serien, es kommen so viele Filme, es kommen keine Ahnung was. Du hast einfach ein Überangebot, genauso wie Spiele. Das ist ganz normal. Und da dann auch den Überblick zu behalten, man muss einfach mal gucken, wie viele Spiele regelmäßig täglich auf Steam kommen. Und das ist halt einfach so unfassbar, wie viele Spieler tagtäglich kommen. Nicht die vorgeschlagenen, sondern die, die wirklich täglich kommen. Da muss man mal gucken, das ist unfassbar. Und da haben wir einfach ein Überangebot, wie ich finde. Deswegen, also, und das ist das Problem auch bei Spielen. Jetzt muss ich gucken, welche Taste war denn das nochmal? War das die? Nee. War das die Maustaste? Irgendeine Taste war das. Welche Taste war denn das? Mann, das ging doch, dass es langsamer und schneller geht. Welche Taste war denn das nochmal, verdammt? Mist, ich weiß die Taste nicht mehr. Ahaha. Das hier nochmal schneller und langsamer drehen. Ah, ha, ha, ha. Rotationswinkel ändern. Warte mal. Geh mal eben in die Einstellung. Ah, oh, Mist. Ist hier? Nee. Steuerung. Schnittstelle. Aktionen. Bauen. Rotationswinkel ändern. Maus 2. Was ist Maus 2? Maus Mittel. Maus Right.
Falsch. Hm. Ich mache einfach den. Mal gucken. Ja, speichern. Und genau. Mal gucken. Ja, jetzt haben wir es. Genau, und dann werden halt, man hat halt so ein Überangebot, ne? Da sehe ich halt so das große Problem, weil man halt einfach keine Zeit hat als User. Das ist ganz normal. Und deswegen gibt es halt so viel, so viele Leute halt, die keine Zeit haben. Das verstehe ich auch völlig. Das verstehe ich voll und ganz, muss ich einfach so sagen. Und deswegen ist das völlig normal, dieses Verhalten. Trotz alledem ist es dann bei YouTube halt so, dass man eher so, ja, so Highlights schneidet, nenne ich das jetzt mal. Sind das Highlights? Ich weiß gar nicht, warte mal, niedriger. Ich mach das mal so. Das hier in schönen Sätzen. Genau, indem man Highlights schneidet, wo dann halt so diese besten Szenen drin sind. Ja. Nicht snappen. Nein, niedriger. Ja, das ging noch gerade. Machen wir so. Gut, und genau, wo dann Highlights zusammengeschnitten werden, die besten Szenen und so quasi. Siehe zum Beispiel Henno, Hand of Blood oder so, da funktioniert das ja auch. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte. So, warte mal, was wollten wir denn eigentlich? Wir wollten eine Kiste bauen, ne? Dazu brauchen wir was? Nägel. Nägel. Stellen wir Nägel her? Nein. Ich bin gewollt. Ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwo... Hä? Ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwo angesprochen. Hä, wo stellen wir den Nägel her? Bin ich jetzt doof? Wir konnten doch schon Nägel herstellen, oder nicht? Moment, warte mal. Ich erzähle gleich weiter. Ich bin gerade Ausrüstungstisch, Maschinentisch, Werkbank. Die Werkbank brauchen wir, glaube ich. Holz. Genau, wir brauchen ein Holz. So war das. Einmal Holz. Ah, Inventar ist voll. Oh nein, really? Kann ich das mal eben ablegen? Wegwerfeln. Das dann auf dem Boden? Ja, okay. Und zwar... So, jetzt können wir, glaube ich, herstellen, ne? Warte. Nein, ich bin ein bisschen überfordert gerade. So. Das ist ja ein ganz anderer Tisch, ne? Genau. So, meine Frage ist jetzt, können wir den irgendwo hinbauen? Ich hätte nicht gedacht, dass sie alle so viel Platz brauchen. Aber gut. Wir haben ja den Platz. Ist ja... Wir haben den Platz. Ich hoffe, die zerstören uns hier das Ding nicht. Scheiße. Oder ich mache die hier hin. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Mitten im Raum. Da haben wir noch einen anderen Raum, wo ein bisschen mehr Platz ist. Mein Lagerraum würde ich gern Lager lassen. Hier ist so ein bisschen Platz. Können wir vielleicht hier hinzimmern? Glaube ich ganz gut. Hier im Zimmer ist ja eh nur die Betten. Warte. So, machen wir noch gerade. So, da gucken wir mal. Ja, Nägel, genau. Herstellen. So, haben wir. Damit wollten wir jetzt Kissen herstellen. So. Genau. Bauen. Nein! Falsch. Nicht Flagge, sondern Kiste. Genau. Und ich bin tatsächlich gewollt, weil mir persönlich, ich muss ganz ehrlich gestehen, die großen Spiele, die Open-World-Spiele, verbrauchen alle so viel Zeit und die Zeit, die ich einfach nicht habe,
Weil man will alles spielen. Man möchte alles spielen. Man kann gar nicht alles spielen. Das muss man sich abgewöhnen als Otto Normalo. Das schaffst du einfach nicht, weil du einfach die Zeit dafür nicht mehr hast. Das ist einfach so. Und deswegen bin ich tatsächlich gewollt, das hatte ich, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt gehabt, einige Spiele tatsächlich nur anzuspielen. Also wirklich auch die großen Spiele, wo ich dann wirklich sage, ich spiele die nur noch an. Stell mal ein bisschen her, ne? Oh, scheiß drauf. Genau, die großen Spiele wirklich nur noch anzuspielen. Einige. Und wo ich wirklich sage, da habe ich Bock drauf, dann spiele ich die. Aber die spiele ich dann Let's Play, sage ich jetzt mal nochmal, das Wort. Obwohl es ja kurz vor dem Aussterben ist. Im Stream oder so. Oder auf YouTube vielleicht, dass ich es vielleicht nur anspiele. Ja. Das so, wäre so die Idee. Dass ich vielleicht sage, pass auf, mache ich einen Highlight-Kanal oder ich lasse das auf dem Standard-Kanal? Ich glaube, ich werde eher einen Standard-Kanal wählen. Oh, ich höre jemanden. Oh, really, Alter, der Brüller. Ernsthaft? Wie kommt der hier rein? Dein Scheiß Ernst? Verschwinde hier. Die Kiste? Oh, da ist was drin. Mal gucken. Oh, Nägel. Alles nehmen. Nehme ich gerne. Die Kiste würde ich gerne zerstören, wenn es geht. Oder die hätte ich gerne als Lager. Wie den auch sei. Oh, wir müssen noch die Wand fertig kriegen. Wie dem auch sei. Genau, da würde ich gerne... Wäre meine Idee, die Sachen dann, wie gesagt, nur anzuspielen und dann als Highlight auf YouTube, wenn ich das zum Beispiel im Stream machen würde, würde ich ja auf YouTube das hochladen. Würde ich das machen. Und dann halt so eine Zusammenfassung schneiden aus den ganzen Sachen. Also ich würde das aufnehmen, ne? Trotz alledem. Und ich würde, wie gesagt, dann daraus ein Highlight schneiden. Das wäre so jetzt meine Intention dahinter. Ich hoffe, das klappt dann soweit. Ach, da drauf kann ich auch eine stellen, wenn ich wollen würde. Das ist gut. Und genau, so ist der Gedanke. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich dann sage, ich spiele dann nicht mehr so durch. Ich meine, ich habe schon Bock, Spiele durchzuspielen, aber das ist mir auch zu zeitintensiv jetzt für YouTube, weil das Problem ist, ich habe diese Zeit nicht mehr so, ne? Weil man ja selber viel, es kommen ja so viele Spiele und nicht nur die AAA-Games, sondern es kommen auch ganz viele Indie-Games, die untergehen, die man gar nicht mehr so mitkriegt. Ist so. Und, deswegen, also, ja, da würde ich dann sagen, weil einfach täglich zu viele kommen, das ist einfach so. Und ich möchte dann zusehen, dass ich dann, wie gesagt, gucke, dass ich vielleicht das Ganze dann darauf irgendwie reduziere oder so. So. Nur so schon mal zur Info, das habe ich jetzt gequatscht. Mein Gott, ich bin jetzt gar nicht. So, machen wir erstmal. Also, Samen. Samen. So, 66 Samen. Dann machen wir da Apfel rein, Kirsche, Tierdarm, kann auch mit rein, Beeren, Wolfpelz. Machen wir so organische Sachen mal rein. Repe, hier Blätter können da rein. Tierfett kann da mit rein. Gummihaar, ja, Gummiharz kann da vielleicht auch mit rein. So, dann sind wir die Sachen schon mal los. Dann würde ich die nächste Kiste machen, dann mache ich alles Steinige. So, so,
So, und das war's eigentlich schon, ne? Zahnrad ist nicht Stein, das ist eher Metall. So, dann würde ich die nächste Kiste machen. Da machen wir dann hier solche Sachen, so Utensilien. Bearbeitetes Leder könnte tatsächlich nochmal vorne rein beim Dings, aber das ist alles voll. Oh mein Gott, der Totenkopf wird immer voller. Das kommt da rein, das kommt da rein. So, Gummi kann auch mit hier rein. So, dann als nächstes machen wir hier sowas. Oh, Munition und so einen ganzen Kappes. Oh, Stoff und so, warte mal. Das könnte, Stoff könnte tatsächlich, ja gut, das machen wir mal. Hallo? Das ist Munition. Und dann machen wir hier nochmal. Kupfer, hatten wir da noch Platz? Ja, komm, machen wir Kupfer auch hier mit rein. Scheiß drauf. So, bearbeitetes Leder, Holz, Ranke. Ist eigentlich ja auch so ein bisschen organisch, ne? Mache ich trotzdem mal hier rein. Holz, Knochen. Knochen müssen sein, ne? Ja, Knochen. Nagel. Wir haben so viele Äxte. So, hier oben mache ich mal Waffen. Und so ein Kram, was wir gerade aktuell nicht brauchen. Die Fackel brauchen wir, oder? Brauchen wir die Fackel? Ah, ist abends schon dunkel, aber wir haben eine Taschenlampe. Die Speere lasse ich mal. Da ist die kaputte Axt. Dann würde ich die eine Axt natürlich behalten. Die kommt im Inventar, genau. Ah, Seil. Oh, Moment. Seil kommt hier rein. So, zack. Die Pickaxe. Wir müssen sortieren jetzt gerade. So, 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 so. Der Hammer, den brauchen wir ja eh nur zum Bauen. Die müssen wir mal reparieren. Messerchen. Wir haben ja noch ein besseres Messer. Dann können wir theoretischerweise das hier wieder tauschen eigentlich. Dann würde ich das hier hin tun und das behalten. So, so, so. Die Ranke und so, den ganzen Kappes, das kann hier nochmal mit rein. Ihre sind zur Abwehr. Holzbrett, Nagel. Dann alles hier rein. So, Leder kann vielleicht auch da rein. Und die Bearbeitungsklamotten, also die machen wir mal hier rein. So, dann haben wir schon mal ein bisschen sortiert. Wir haben ein leeres Inventar. Das Problem ist, wir müssen los. Wir müssen Holz hacken. Denn das Problem ist, wir kriegen gleich Besuch.